Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf mein Gespräch mit Johannes Schmidt. Und ich gebe auch gleich an dich einfach weiter. Stell dich einfach mit ein paar Worten vor. Es gibt nicht viel vorzustellen, Dami. Ich bin psychologischer Psychotherapeut, arbeite südlich von München, in letzter Zeit mit dem Schwerpunkt Traumaarbeit. Beschäftige mich auch viel mit Paaren und Familientherapie immer wieder und freue mich sehr, dass du dir wieder die Mühe machst, so einen Kongress zu machen. Denn wenn ich in die Welt schaue und sehe den Zustand der Welt so sehe und die Not der Menschen jetzt mit Corona, dann würde ich mir manchmal wünschen, dass wir viel mehr nach außen gehen und anzubieten und aufmerksam machen auf das, was wir an Berufserfahrung und Erfahrung mit Menschen und Beziehungen gesammelt haben. Weil ich finde schon, dass es wichtig ist, wenn ich sehe, in was für einer Not viele Menschen stecken und wie Corona die Dinge jetzt sehr wie ein kleines Prisma nach vorne bringt. Deswegen vielen Dank für deine Einladung und gerne werde ich versuchen, meinen Beitrag zu leisten. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du dabei bist. Und ja, wir haben ja vorher ein bisschen gesprochen. Das Feld Trauma und wie es auf Beziehungen wirkt, ist ja sehr, sehr groß. Und wir haben jetzt gesagt, wir versuchen einen kleinen Aspekt davon rauszunehmen, nämlich was eigentlich Dissoziation ist und wie sie eben auch auf die Beziehung zu uns selber und zu anderen wirkt. Und was immer uns dazu noch oder dir auch dazu noch einfällt im Umfeld, das ist ja ein Riesenthema, insofern auch ein gesellschaftliches Thema meiner Meinung nach. Aber ja, vielleicht magst du Dissoziation einfach mal beschreiben für Leute, die sich noch nicht so gut auskennen damit. Also Dissoziation ist ein großes Thema, das aus meiner Sicht auch viel Hintergrundwissen braucht und dem auch ich mich hier nicht einfach so nähern kann. Denn für mich ist zunächst die Frage, was für ein Menschenbild brauchen wir, um diese Phänomene, die dissoziativen Phänomene, zu verstehen und einordnen zu können. Und wenn ich auf meine eigene psychologische Ausbildung schaue, dann kamen Menschenbilder eigentlich kaum darin vor, was ich sehr bedauere. Für mich ist in den letzten 20 Jahren meiner psychotherapeutischen Arbeit eins wichtig geworden, nämlich die Frage, wie verstehen wir Körper? Und nachdem auch ich eine naturwissenschaftliche Ausbildung an der Universität genossen habe, sehe ich einfach, dass ein einseitiges materielles Weltbild hier nicht weiterführt. Also die Vorstellung, dass unser Körper das ist, was wir anfassen können, was Fleisch und Blut ist, was Anatomie und Physiologie ist, das reicht nicht, um komplexe menschliche Phänomene und Beziehungen und Interaktionen zu verstehen. Deswegen, wenn man mal bei anderen Autoren schaut, man kann schauen bei Friedrich Weinreb, man kann schauen bei Carl Friedrich Graf Dürkheim, man kann schauen bei Rudolf Steiner, was dort für ein Verständnis von Körperlichkeit oder Leib dargestellt wird, dann führt uns das weiter. Carl Friedrich Graf Dürkheim hat, glaube ich, Anfang der 80er Jahre einen sehr schönen Vortrag gehalten auf den Lindauer Psychotherapietagen zum Thema den Körper, den wir haben und der Leib, der wir sind. Weil das Wort Leib jetzt sehr aus dem religiösen Kontext kommt, bediene ich mich statt des Wortes Leib, des Wortes Bewusstseinskörper. Das heißt, dass Rudolf Steiner sagt, die Ganzheit unseres Körpers können wir nicht sehen. Er sagt, der somatische, also der stoffliche, der materielle Körper bedient sich der Sinne und der Atmung, um uns mit der Materie in Verbindung zu bringen. Das heißt, hier wird unsere geistige Natur mehr anerkannt, als es gemeinhin in unserem Verständnis üblich ist. Carl Gustav Jung soll auf den Tavistock Lectures in London, ich glaube 35 und 1937, gesagt haben, damals waren nur Männer in der Veranstaltung, soll er gesagt haben, aber meine Herren, wir sind uns doch einig, Seele ist doch nicht in uns, sondern zwischen uns. Die Systemiker sagen heute,
alles, was zwischen Menschen, was wir achten, was wir schätzen, entsteht im Raum zwischen uns. Also Liebe, Achtung, Respekt, Zuwendung. Ich sage auch Qualitäten wie Mütterlichkeit und Väterlichkeit ist nicht die Person, die uns ein Essen auf den Tisch stellt, sondern ist die Qualität, die im Raum zwischen Menschen entsteht in bestimmten Situationen. Philosophen oder nennen das dann die Atmosphäre, die im Raum ist. Also wir kommen nicht umhin, um bestimmte Phänomene einordnen zu können, das Immaterielle mit einzubeziehen. Das heißt, wenn ich Menschen begegne, und dann begegne ich Menschen, die sagen, ich habe 10 Jahre Psychotherapie gemacht und es hat nichts gebracht, dann macht mich das, wie ich schon mal gesagt habe, sehr betroffen, denn dann wird der Aspekt der Dissoziation zu wenig berücksichtigt. Viele Phänomene wären erklärbar, wenn man im religiösen Kontext sagt man Leib oder Bewusstseinskörper mit einbezieht. Wenn man jetzt auf Rupert Sheldrake schaut, 7 Experimente, die die Welt verändern, sein Buch, dann beschreibt er die Situation, wo Hundebesitzer eine Gemeinde in den nächsten Ort gehen, einkaufen gehen und zeitgleich der Hund zu Hause gefilmt wird. Und sie feststellen, wenn der Hundebesitzer im Kaufhaus die Entscheidung trifft, jetzt gehe ich nach Hause. In dem Moment bewegt sich der Hund von seinem Schlafplatz an die Tür und wartet auf sein Herrchen. Viele Phänomene können wir dadurch erklären, dass wir einen Bewusstseinskörper zugrunde legen. Also auch das Phänomen, da steht der Vater, die Mutter in der Küche, bereitet das Mittagessen für die Kinder zu. Plötzlich durchzuckt es die Person, weil sie, wir sagen dann intuitiv weiß, dass auf dem Schulweg dem Kind was passiert ist. Das ist nicht durch Sinnesübertragung erklärbar. Das ist durch Teilhabe erklärbar, dass wir viel intimer verbunden sind, als wir annehmen. Matthias Wager von Kibet hat immer wieder gesagt, wir dürfen mal nicht immer vom Paradigma des Getrenntseins ausgehen, also von materieller, stofflicher, körperlicher Getrenntheit, sondern vom Kriterium, von der Vorstellung der Verbundenheit. Wir kennen Partnerschaftskonflikte, wo einer sagt, ich wusste genau, was du jetzt sagst. Ja, die Zustände sind aus den Bewusstseinskörpern herauslesbar. Daniel Siegel sagt, die größte Illusion, die wir haben, ist, dass wir an der Haut aufhören. Genau, ganz genau. Ja, und die Psychoanalytiker sagen, es gibt einen Begriff, der für mich hoffnungslos unterbelichtet ist in der Psychotherapie, so wie ich ausgebildet worden bin. Das ist der Begriff der Intersubjektivität. Ich könnte fast sagen, der chronischen Teilhabe am inneren Zustand des anderen. Wenn Menschen sich sozusagen treffen, gibt es ein Wissen in uns über den Körper des anderen, über die Handlungen. Jetzt kommen sie mit den Spiegelneuronen. Das heißt, wir brauchen, um das wahrnehmen zu können, nicht nur die Orientierung auf unsere Sinneswahrnehmung, also hören, riechen, schmecken, sehen, sondern wir müssen, und das ist was, was ich in meiner Arbeit auch immer wieder versuche zu vermitteln, eine Bewusstseinswahrnehmung kriegen. Das hat eine innere Gewissheit, eine Evidenz, die braucht oft keinen Beweis. Und in meiner systemischen Ausbildung bei Fritz Simon habe ich immer wieder auch erleben müssen, dass unsere innere Wirklichkeit oft härter ist als die äußere Wirklichkeit. Wir sehen das jetzt bei einem Herrn Trump, der, wie er kämpft, sozusagen anzuerkennen, dass die Wahlen verloren sind und was für eine Wirklichkeit er anfängt zu konstruieren. Das heißt, das subjektive Erleben hat einen hohen Stellenwert. Und uns führt diese Vorstellung vom Bewusstseinskörper sofort zur Frage der Intimität. Ich bin ja jemand, der immer wieder skeptisch ist mit dieser Vorstellung, die in der Psychotherapie herrscht, durch Arbeit an mir selber, da kann ich Dinge erlösen. Weil ich bei mir selber erlebt habe, dass meine Themen weniger durch die Arbeit an mir erlöst wurden, als die sinnstiftende und sehr oft tief berührende Begegnung mit Menschen. Dass dadurch Themen erlöst wurden und auch immer noch werden. Und das heißt für mich, der Kern meiner Arbeit dreht sich heute um die Frage von Intimität. Ich rede nicht von Sexualität jetzt. Das kann ein Teil davon sein, aber ich möchte an der Stelle nicht missverstanden werden. Es geht um intime Begegnungen, auch in der Psychotherapie. Und da haben wir eine tiefe Sehnsucht, ob wir eine tiefe Durchdringung wollen in einer Partnerschaft, in der Begegnung mit unseren Kindern, in der Begegnung mit der Natur
ob wir eine Tiefdurchdringung suchen oder eine Erfüllung in der Begegnung mit dem Göttlichen in einem sakralen Raum. Es geht immer um das Tiefe, ich könnte sagen, durchdrungen werden, ergriffen sein, erlöst werden von uns selber. Der Theologe Eugen Drewermann, den ich sehr, sehr schätze, aufgrund seiner Haltung und aufgrund der Konsequenzen, die er in seinem Leben zieht, hat eine interessante Formulierung, ich glaube, in seinem Buch über die Struktur des Bösen. Er spricht natürlich in seiner theologischen Sprache, die mag nicht jedem zugänglich sein, aber er sagt etwas, was ich als zutiefst tröstlich empfinde. Er sagt, und das wird auch wichtig für die Dissoziation, jeder Mensch, der, er sagt, benutzt das Wort Gott, ja, jeder Mensch, der von Gott getrennt ist, wie immer man den versteht, man kann auch sagen, der vom Spirituellen oder von der Natur oder vom großen Ganzen getrennt ist, ist mit sich überfordert. Das finde ich eine sehr hilfreiche Formulierung, weil es anerkennt, wie sehr wir einander brauchen und wie sehr wir als Mensch, jeder mit sich alleine, eigentlich überfordert sind. Ich finde das sehr wichtig in Bezug auf Psychotherapie, wo wir immer wieder lernen, von den Klienten zu verlangen, sie sollen alles alleine machen. Und das finde ich an zahlreichen Stellen, nicht an allen, aber an zahlreichen Stellen eine Überforderung der Klienten und eine Perpetuierung des Problems. Und das Zweite hat John Bradshaw in einem YouTube-Clip gesagt, wo er sagte, 100% aller Familien sind dysfunktional. Das finde ich ein sehr tröstliches Statement, weil es ermöglicht aus meiner Sicht uns offen uns auszutauschen über die alltäglichen Probleme, die es in jeder Familie gibt, wo wir auch aneinander leiden, wo wir einander nicht gerecht werden, wo wir in Partnerschaften uns nicht gerecht werden und dass es einfach eine Kultur wird, wo wir über Fehler, über Schwierigkeiten mal offener reden können, als das vielleicht bisher möglich war, wo Menschen dann nicht vorspielen müssen, sie sind glücklich oder alles läuft glatt. In meinen privaten Beziehungen lege ich eigentlich nur noch Wert auf Kontakte, wo es möglich ist, auch über diese Dinge offen zu sprechen. So wie, mir fällt der Name jetzt nicht ein, von meinem amerikanischen Therapeuten Richard Kluft, der sagt, Psychotherapie dient halt nicht nur dazu, dass wir glücklich sind, sondern es dient dazu, uns dem notwendigen Leid, das zu jedem Leben gehört, dass wir uns dem stellen. Und es erinnert mich an ein Seminar, das ich mal in den Niederlanden gegeben habe, wo ich sagte zu den fröhlichen, freundlich, geselligen Niederländern, wo ich sagte, ich möchte am dritten Tag des Seminars kein Lächeln hier mehr im Raum sehen. Ich möchte niemanden sehen, der hier lächelt oder grinst. Und das war eine sehr berührende Morgen für mich, denn ich sah die ganzen Menschen dort sitzen und man konnte neben, also der Freundlichkeit im Gesicht, in jedem Gesicht das menschliche Leid sehen. Und das fand ich ehrlich. Man konnte in jedem Gesicht sehen, wie zu jedem Lebensweg ein Stück Leid mit dazugehört. Und das finde ich sozusagen auch ein Auftrag an Psychotherapie, dass wir uns gegenseitig helfen, ermutigen, wie gehen wir mit dem Leid und den Schwierigkeiten in unserem Leben um. Und jetzt haben wir Menschen und Individuen, die wären mit ihrem persönlichen Leid in einem Ausmaß überfordert, dass sie keine inneren und äußeren Bewältigungsmöglichkeiten vorfinden, mit diesem Leid noch in irgendeiner Weise in Beziehung zu gehen und das zu managen. Und was dann passiert, wenn unsere normalen neurophysiologisch angelegten Bewältigungsmechanismen überwältigt werden, nämlich Kampf und Flucht oder sozialer Kontakt, wir im Äußeren nicht handeln können, weil jedes sich wehren noch mehr Gefahr mit sich bringt, dann werden wir totgeschlagen oder schwer verletzt. Dann setzt, wie Peter Levine sagte, die Gnade des Schöpfers ein, nämlich eine Fragmentierung unserer Persönlichkeit, die Fragmentierung unserer Psyche und damit wird das die Belastung, der wir dann ausgesetzt auf mehrere, wie wir dann in unserer Sprache sagen, Persönlichkeitsanteile aufgeteilt oder leider wird das Wort gespalten verwendet. Leider gespalten, weil es gibt eigentlich keine Persönlichkeitsspaltung, weil wenn wir spalten könnten, wäre es weg und dann hätten wir es los, da hätten wir keinen, vielleicht weniger ein Problem. Aber es spaltet sich eben nicht, es teilt sich auf, es separiert sich, es
Es kompartimentalisiert sich und wird in bestimmte Bereiche abgelagert, aber wir schleppen es ständig mit uns herum und werden ständig damit belastet. Wie muss man sich das vorstellen? Carl Gustav Jung sprach in seinen Schriften von Komplexen. Und er sagt, er gebraucht eine ganz interessante Formulierung. Er sagt, Komplexe sind Affektagglomerationen. Das heißt, es sind wie verdichtete emotionale Erfahrungsverdichtungen, die aber nicht im physischen Körper sitzen, interessant, sondern er beschreibt, es sind eigentlich Körper im Körper. Das heißt, man könnte sagen, Dissoziation sind affektgeladene Verdichtungen. Manche würden jetzt sagen, energetische Verdichtung. Ich mag das Wort nicht so sehr. Man könnte sagen, Verdichtungen im Leib, im Bewusstseinskörper, die mit der Zeit sich so aufladen, dass sie ein Eigenleben führen. Und da fängt eigentlich die klinische Dissoziation an. Die klinische Dissoziation könnte man sagen, dass diese Bereiche, die als Körper im Bewusstseinskörper sitzen, die ausgegliederten und überwältigenden Gefühlserfahrungen, dass das, wie wir dann in unserer Sprache, in der psychologischen Sprache sagen, Persönlichkeitsanteile werden, die sich irgendwann verselbstständigen, weil sie kachektisch, also mit Energie aufgeladen sind und irgendwie auch einen Weg finden müssen, mit dieser Aufladung, mit dieser Gefühlsladung umzugehen. Traumaarbeit besteht dann in letzter Konsequenz immer darin, dass die Erfahrung, die wir gemacht haben, die negative, nicht gelöscht werden kann. Die bleibt uns vermutlich als Erfahrung und Erfahrungsschatz ein Leben lang erhalten. Aber dass diese kachektische oder energetische affektive Ladung, die uns belastet, Entschuldigung, und die uns im Alltag dann immer wieder dazwischen kommt, dass die entladen wird oder dass diese emotionale Belastung abgeschwächt werden kann. Und das ist die Traumaarbeit. Wenn wir uns jetzt das anschauen, wenn man sagt, also das Schlimme an der Dissoziation ist oder das Schwierige ist, dass wir eigentlich nicht mehr Herr im eigenen Haus sind und dass das Ich, der Anteil, die Seite, mit der wir uns als Ich identifizieren, eigentlich nur ein kleiner Teil der Persönlichkeit ist. Im Buch Das verfolgte Selbst wird beschrieben, also von Neinhaus, Olo van der Hart und Stil, wird beschrieben, dass es in unserer Psyche eine Sollbruchstelle gibt. Eine Sollbruchstelle ist, wenn in einer, zum Beispiel einer Baumaschine, einem Kran, eine extra Schwachstelle eingebaut ist, damit, wenn hier dieser Kran sich überhebt oder überbelastet wird, an einer Stelle die Mechanik bricht, damit nicht noch größerer Schaden entsteht. Und in dem Buch The Haunted Self wird also beschrieben, dass eine Sollbruchstelle in unserer Psyche besteht zwischen Annäherungsverhalten, zielgerichtetem Annäherungsverhalten. Ich gehe auf etwas zu, ich nähere mich an, ich folge meinen Bedürfnissen und, ich sage mal, Rückzugsverhalten und Verhalten im Sinne sozialer Erwünschtheit, dass ich mitspielen möchte in einer Gemeinschaft, dass ich dazugehören will, dass ich die soziale Verbindung aufrechterhalten muss für mein Überleben. So, und so sehen wir dann, dass zum Beispiel oft bei Menschen Aggression sich irgendwann in einem traumatischen Prozess nicht mehr nach außen geäußert werden kann, sondern die Aggression nach innen gezogen wird und dann anfängt, unsere eigene Psyche zu spalten. So dass es sehr oft darum geht, dass auch bei Menschen, die sozusagen einen dissoziativen Überlebensmechanismus dann dem ausgesetzt sind, dass es sehr oft wichtig ist, ich sage mal in angemessenen Portionen, Aggression nach außen zu wagen. Und ich möchte unterscheiden zwischen Aggression ad gredi, auf etwas zugehen, nicht feige sein, sich einer Sache stellen, eine Position zu beziehen, sich angreifbar machen, für seine Bedürfnisse eintreten und Gewalt. Aggression ist nicht Gewalt. Gewalt ist, wo ich mit Rücksichtslosigkeit meine eigenen Bedürfnisse durchsetze, ohne auf die Situation und die Bedürfnisse des anderen zu achten und ihn damit übergehe, verdingliche, zum Objekt mache und eigentlich nur egozentrisch
meine eigenen Bedürfnisse rücksichtslos durchsetze. So, dann haben wir eine Situation, wo Menschen in schwierige Situationen kommen können, weil ich mich selber nicht mehr gesteuert kriege. Das heißt, also das Extrem wird ja in den Lehrbüchern immer dargestellt, ist die dissoziative Identitätsstörung oder ich bin viele, früher multiple Persönlichkeit, wovor man keine Angst haben muss, weil es einfach innere komplexe Anteile sind, die plötzlich in den Vordergrund treten. Ich habe zum Beispiel eine Klientin, wenn die mir gegenüber sitzt, dann sieht die immer Blut aus meinem Mund und meiner Nase laufen, weil sie vermutlich entsprechende Erfahrungen hat. Das ist richtig beobachtet, wie geht ein Filter davor und ein innerer Anteil übernimmt. Oder eine Klientin, die ja immer dann wechselt zwischen einem 4- oder 6- oder 8-jährigen Anteil oder auch die als weibliche Klientin einen männlichen Anteil hat, der sehr schützend und wohlwollend mit ihren verletzten inneren Anteilen umgeht. Das ist insofern natürlich problematisch, weil es für die Betroffenen in vieler Hinsicht einen großen, großen Leidensdruck mit sich bringt. Ein großer Teil des Leidensdrucks ist die Frage, hoffentlich entdeckt es niemand. Wenn ich mich in Kontakte, in soziale Kontakte oder am Arbeitsplatz begebe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss die ganze Zeit ein vierjähriges weinendes Kind in mir, das völlig verzweifelt ist, zurückhalten. Denn wie bekannt ist, haben diese Anteile natürlich ein Charakteristikum, dass sie entwicklungsmäßig in der Zeit stehen geblieben sind, in der sie entstanden sind. Und sich auch entsprechend verhalten. Und wie Ellert Neinhaus sagt, in dieser phänomenologischen Welt sitzen und zu Hause sind. Ich habe neulich eine Klientin mal gefragt, habe ich gesagt, weil er da auch ein jüngerer Teil war, sagte ich, wer ist denn der Präsident der Vereinigten Staaten? Dann kam wie aus der Pistole geschossen, Kennedy. Und als sie das hörte, musste, war sie selber völlig, völlig erstaunt und verdattert, ja, wusste nicht, ob sie lachen oder weinen sollte, weil plötzlich deutlich wurde, da laufen immer Anteile mit, die ihr Eigenleben dann erzwingen und oft auch erst, wenn man erschöpft ist, wenn man müde ist und sich dagegen nicht mehr wehrt. Das heißt, wenn man vor, man ist eigentlich immer mit einer Gruppe unterwegs und wenn man vor einem, in einem Supermarkt steht und entscheiden muss, ich will jetzt Spaghetti kaufen, nehme ich die mit dem grünen oder gelben Label und man kann sich 20 Minuten nicht entscheiden, weil innen eine riesige Diskussion darüber stattfindet, dann wird vielleicht langsam deutlich, was das für eine Beeinträchtigung im Alltag sein kann. Und das hat natürlich Konsequenzen auch für eine Paarbeziehung. Das hat Konsequenzen, jemanden kennenlernen zu wollen. Um das auch mal deutlich zu machen, man glaubt heute zu wissen, dass mit jedem dieser psychischen Zustände, wo ein Komplex oder ein Persönlichkeitsanteil uns übernimmt, ein eigener körperphysiologischer Zustand einhergeht, der auch messbar ist. Also, dass man zum Beispiel einen Blutzuckerspiegel misst und dann wartet man 20 Minuten, eine halbe Stunde und misst nochmal nach und ist eine andere Teilpersönlichkeit und es ist ein völlig, völlig anderer gegensätzlicher Wert. Das heißt, die Medizin kann das im Moment noch nicht erklären, aber dann möchte ich bitte das, was wenigstens nicht verleugnen, sondern zumindest mal als unerklärbares Phänomen zur Kenntnis nehmen, weil die Verleugnung von Daten ist nicht wissenschaftlich, gell? Sondern die Anerkennung von Daten, auch wenn uns keine Erklärung dafür fehlt, das ist Wissenschaft. Und nicht Daten unter den Tisch fallen zu lassen und Ergebnisse schönen, wie man manchmal den Eindruck hat, dass es in wissenschaftlichen Studien stattfindet. So, und wenn ich in einer solchen unterschiedlichen Physiologie sitze und ich komme nach Hause und entdecke, dass da Kinderkleidung gekauft wurde, die in meinem Schlafzimmer steht und von meinem Konto ein Betrag abgebucht wurde und ich weiß nicht, wer oder was das war und feststelle, da hat es eine Teilpersönlichkeit, dann ist damit ein erheblicher Leidensdruck verbunden. Und ich habe mir hier nochmal von der Suzette Boone in Vorbereitung auf unser Treffen heute einen Fragebogen rausgesucht und ich möchte nur mal kurz hier vorlesen, welche Einschränkungen so eine Persönlichkeitsspaltung, die Trauma mit sich bringt. Nur damit wir uns dann mal überlegen können, was heißt das für eine Beziehung? Was heißt das für unsere Beziehung zu Kindern, zu Freunden, zu Paarbeziehungen,
Beziehung zur Umwelt und so weiter. Also. Darf ich einmal, wir können ja davon ausgehen, dass auch, selbst wenn es nicht eine Diss ist, dass trotzdem auch in abgeschwächter Form bei Menschen, die traumatisiert sind, eben immer ein Teil von diesen Komplexen da sind, oder? Ja, es ist dann die Frage, mit wie viel Amnesie, aber mir gefällt es, weil es auch meinem therapeutischen Alltag entspricht, was der Ellert Neinhaus in seiner Trilogie über Dissoziation vorschlägt. Er nennt das nämlich, ich habe nur die englische Formulierung hier, Complex Dissociation Intrusion Disorder, also komplexe dissoziative Intrusionsstörung. Das heißt, dass nicht immer so klare Persönlichkeitsanteile durchbrechen, aber stark wahrnehmungs- und affektverändernde Seiten von uns, die wir oft gar nicht so klar benennen können und die uns in Schwierigkeiten bringen in unserer Wahrnehmung. So wie meine Klientin vor mir sitzt und immer Blut aus meinem Gesicht laufen sieht und sich dem gegenüber völlig hilflos fühlt. Und das, sagt Ellert Neinhaus, ist sozusagen die häufigere Diagnose. Und die macht aus meiner Sicht auch Sinn. Und das bedeutet aber auch, wenn ich an Paarbeziehungen denke, dass ich in dem Moment nicht sagen kann, wenn ich meinem Partner, meiner Partnerin, je nachdem begegne, wer oder was begegnet mir gerade, mit welcher Seite von dem setze ich mich gerade in Verbindung. Eine Frau, die mir erzählt, sie hat nach Jahren endlich wieder eine schöne, erfüllende, sexuell, körperlich, schön erfüllende Paarbeziehung, und nach dem Verkehr kommt in ihr eine Seite und sie schmeißt plötzlich, in Anführungszeichen grundlos, ihren Partner raus. Der steht dann hinter auf der Straße, völlig verdattert, weil gerade war eine schöne Begegnung, und sie fühlt sich dem völlig hilflos gegenüber. Dann erahnt man die Beeinträchtigung von Lebensqualität, von Beziehungsqualität, die das mit sich bringt. Also Suzette Buhn und Helga Mattes schreiben hier in diesem Fall oder in dieser Testung folgende Dinge. Es gibt da Probleme mit Schlaf. Allein das würde einer Person schon reichen. Probleme mit Schlaf. Probleme mit Stimmungen. Ich bin heute mal wieder ganz schlecht gelaunt. Oder ich bin heute mal wieder ganz zurückgezogen. Und Affektregulation. Das heißt, nach einem Streit 3 Tage sauer sein. Eine Woche nicht miteinander sprechen, Angst- und Paniksyndrome, nicht aus dem Haus können, nicht in den Supermarkt können, ich kann mit dir, Schatz, nicht aufs Fahrrad steigen, ich kann keine Fahrradtour in den Ort machen, ich kann nicht mit dir mit der S-Bahn in die Innenstadt zum Einkauf fahren. Die Lebensbeeinträchtigung, die damit einhergeht, ist also für mich, der das selber nie erlebt hat, kaum vorstellbar. Obwohl ich ständig damit konfrontiert bin. Selbstverletzende Handlungen, die unglaubliche Scham, wenn ich dauernd meine Unterarme voller Narben habe oder meine Oberschenkel zerschnitten sind. Sehr wichtig, gestörtes Selbstwert und Identitätserleben. Diese unglaubliche Verwirrung, die in einem Menschen entsteht, wenn er sich selber nicht meiner klaren Identität zuordnen kann. Ich bin böse. Ich weiß, dass ich böse bin. Opfer rituellen Missbrauchs. Ich bin böse. Gestörter Selbstwert. Scham, die ein Mensch hat in so einer Situation, ist von außen oft nicht sichtbar, weil in einem solchen Ausmaß im Sinne sozialer Erwünschtheit gehandelt wird, dass wir es auch in der Therapie uns fragen müssen, sehen wir das? Ich könnte nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ich das sehe. Und manchmal wird es erst nach Monaten oder schlimmstenfalls, also nach einem längeren Zeitpunkt, deutlich, wie schlecht der Selbstwert eines Menschen sein kann. Ich musste, habe lange auch als Therapeut gebraucht, zu lernen, zu begreifen, wie schlecht das sein kann. Also ich erinnere mich, ich habe in der Praxis einer Kollegin gearbeitet und sie hatte einen Stein aus Lava da liegen, der sah aus wie Hundekot. Und eine Klientin nimmt den Stein, legt auf den Boden und sagt, das bin ich. Ja, ich bin scheiße. Das ist für mich in dieser Dimension, der aus einer relativ behüteten Familie kommt, nicht nachvollziehbar. Und was das bedeutet, dass ich mich zum Beispiel in einem Training
16 Tage nicht traue, ans Buffet zu gehen, weil ich verdiene es nicht. Dass ich mich nicht traue zu sprechen, dass ich mich in der Präsentation in der Firma nicht traue zu sprechen, dass ich denke, wo immer ich Menschen begegne, beschmutze ich sie, ich gebe ihnen nicht die Hand. Ja, also die Folgen sind erheblich und die Einschränkung von Lebensqualität erheblich. Was da für zwischenmenschliche Probleme entstehen, was da für zwischenmenschliche Unsicherheit entsteht, was im Laufe der Jahre für einen Mangel an sozialer Erfahrung und Kompetenz entsteht, ist für die Betroffenen selber schmerzhaft und birgt die Gefahr zunehmenden sozialen Rückzugs und auf die Dauer eine wirkliche Unsicherheit. Was mache ich überhaupt, wenn ein Handwerker in mein Haus kommt? Muss ich, hat mich neulich immer gefragt, muss ich dem einen Kaffee anbieten oder nicht? Muss ich mit dem sprechen? Muss ich den in Ruhe lassen? Muss ich den unterhalten? Also es ist berührend zu sehen, was das im Alltag bedeutet. Ganz zu schweigen vom Thema Sexualität. Sexuelle Erfahrung zu machen ist schon, ich sag mal, für untraumatisierte Menschen keine leichte Herausforderung. Und eine Geschlechtsidentität zu entwickeln, schon zweimal nicht. Wenn ich aber nicht weiß, welcher Teil von mir plötzlich übernimmt und ob ich plötzlich weinend oder wie ein Baby krampfend in den Armen eines Partners liege, dann ist es erheblich. In einer Supervision sagte Ella Deinhaus mal zu mir, Johannes, unterschätze nicht Menschen, die in gravierenden dissoziativen inneren Persönlichkeitssituationen sitzen, das Ausmaß an Scham, dass dieses innere Chaos mit sich bringt. Und das war für mich dann damals ein wichtiger Hinweis, auch als Therapeut, das immer mit dem Auge zu haben, was traut sich ein Mensch hier nicht zu zeigen, aufgrund meiner Art so zu sein. Die entscheidende Frage für mich, was kann ich hören als Therapeut? Mit welchem Organ muss ich hören? Denn die Qualität, wie wir als Menschen einander überhaupt hören können, wird für mich mit zunehmendem Alter und mit zunehmender Lebenserfahrung immer wichtiger. Ich sage in meinem Traumatraining, sage ich immer Menschen, wenn ihr gar nichts über Trauma wisst, absolut nichts, dann tut wenigstens zwei Dinge. Das eine ist, gebt den Menschen das Gefühl, gehört zu werden. Nämlich da, wo sie nie gehört werden. Und glaubt ihnen erstmal alles. Denn was Täter vollbringen, wird in der Regel nicht geglaubt. Man erklärt die Leute für verrückt. Habe ich selber eine Situation im Jugendamt erlebt, wo nach 1,5 Stunden dann die Jugendamtsmitarbeiterin zu dem Betroffenen sagte, liebes Ehepaar so und so, ich kann Ihnen nicht glauben, was Sie sagen, und sowas tut ein Vater nicht. Eine aus meiner Sicht fahrlässige Naivität gegenüber Täterverhalten, dass ich so eigentlich von Jugendämtern und Gerichten und Anwälten nicht mehr erleben möchte. Der Fortbildungsbedarf auch in diesen Institutionen ist erheblich, denn nach meiner Erfahrung ist eine ganz große Quelle von auch schwersten Traumatisierungen sind einfach Gerichtsverfahren und da vor allem familienrechtliche Auseinandersetzungen. Was da an Schaden entsteht, manchmal sage ich schon, da kann ich als Psychotherapeut bald nicht mehr dagegen antherapieren, weil wenn ich als Psychotherapeut einen Fehler mache, dann ist das womöglich noch eher auffangbar, weil es nicht die rechtlichen Konsequenzen und familienzersetzenden Wirkung hat, wie ein familienrechtliches Fehlurteil, das womöglich gar nicht lebbar ist von der inneren Dynamik. Denkst du denn, also ich glaube ja, dass das auch diese Haltung eigentlich auch ein Teil von Dissoziation ist. Also dass man eben sich selber mit bestimmten Anteilen nicht auseinandersetzen möchte und deswegen im Außen eben auch nicht empathisch sein kann. Das ist also sehr wichtig, was du sagst, denn ich würde das im strikten Sinne nicht als Dissoziation bezeichnen, sondern sozusagen das sind die psychoanalytischen Verdrängungsmechanismen, Verleugnung, Verdrängung, das ist sozusagen da noch eine Entscheidungsmöglichkeit dahinter, ich will mich damit nicht auseinandersetzen, ich will es nicht zur Kenntnis nehmen. Und diejenigen, die das machen, die haben noch, wie man sagt, eine Ich-Kohärenz. Das heißt, es gibt ein überdauerndes, ganzheitliches Ich-Gefühl, wo ich sage, also ich möchte mich damit nicht auseinandersetzen, das Thema nervt mich, das ist mir zu viel. Das würde ich aber sagen, von der innerpsychischen Situation her ist es keine Dissoziation.
sondern es ist eher dann analytisch gesehen, ist es ein Verdrängungsmechanismus, ist es ein Verleugnungsmechanismus, ist es eine Projektion, aber es ist vielleicht ein Grenzbereich, wo es in eine Fragmentierung der Persönlichkeit gehen kann. Ja, das könnte sein. Aber ich bin an manchen Stellen sehr etwas zurückhaltend mit dem Begriff Dissoziation, weil, wie der Ellert Neinhaus ganz richtig sagt, wird der Begriff sonst so aufgeweicht, dass er sinnlos wird. Und ich möchte nicht, dass wir im Sprachgebrauch, denn jeder, der in der Schule mal im Fenster sitzt und von den Spaghetti zum Mittagessen träumt, gleich als dissoziativ beschrieben wird. Ja? Oder jeder, der da sitzt und träumt oder was nicht hört oder mal die Zeit vergisst, wäre für mich nicht Dissoziation, sondern ein Kriterium ist die Ich-Kohärenz. Ich kann mich daran erinnern, ich weiß, es sind meine Gedanken. Ich weiß auch, es ist mein Wutanfall, den ich vielleicht in dem Moment nicht ganz steuern konnte, aber ich mache noch die Personalisierung. Also man könnte sagen, Schlüsselcharakteristika von Dissoziation sind Derealisation, also es ist unwirklich, das bin ich nicht, was habe ich da getan? Und Depersonalisierung, das heißt, ich setze es zu mir nicht mehr in Beziehung. So wie eine vergewaltigte Frau beschreibt, von oben schaut sie runter auf einen Körper und sieht, da wird eine Frau vergewaltigt, aber diese Ich-Beziehung nicht mehr herstellt. Das ist wie, wenn ich manchmal in den Dissoziationskursen dann so ein kleines Theaterstück mache und dann mich hinsetze und sage, also da ist eine Frau, die fängt in der Therapie an zu weinen und plötzlich sagt sie dann sagt sie, ich habe drei Kinder. Ja? Wenn du das von außen siehst, da denkst du, die spinnt ja wohl. Ja? Die war dreimal schwanger, sie hat dreimal im Bund, sie hat 30 Jahre ihres Lebens drei Kinder aufgezogen. Wie kommt sie zu diesem Gefühlsausbruch und zu dieser Aussage? Das ist von außen erstmal nicht einfühlbar scheinbar. Und trotzdem hat diese Frau recht. Diese Frau lief 30 Jahre lang ihres Lebens auf Autopilot, emotional abgeschaltet, ging durch ihre Lebensroutinen durch, hat irgendwie ihre Kinder entbunden, hat bei der Sexualität irgendwie hingehalten, aber war eigentlich mit sich nicht im Kontakt. Und der Kernheilungsmechanismus bei der Dissoziation ist ja nicht primär die Entladungsreaktion wie beim Schocktrauma, sondern der primäre Heilungsmechanismus ist der äußerst schwierige Prozess der Realisation. Das heißt, plötzlich werde ich gewahr, wie fragmentiert ich war. Plötzlich werde ich gewahr, wie viele Jahre meines Lebens ich verpasst habe. Plötzlich werde ich gewahr, dass ich 20 Jahre meines Lebens mit einem Mann zusammenlebte, wo keine Beziehung war, kein emotionaler Kontakt, dass ich mich 20 Jahre lang mit einem Gefühl völlig zurückgehalten habe. Und plötzlich merke ich, dass diese Jahre unwiederbringlich verloren sind. Ja? Der Satz von Milton Erickson, es ist nie zu spät, eine schöne Kindheit gehabt zu haben, gilt in Europa nicht. Ja? Meine Supervisorin sagte neulich klipp und klar, Johannes, meine Erfahrung ist es kann keine Lebenszeit nachgeholt werden. Nein, glaube ich auch nicht. Es kann nur betrauert werden. Und da setzt die Psychotherapie ein. Wie kann ich Rahmenbedingungen schaffen, dass Menschen an die Tiefe dieses Schmerzes, der eigentlich unaushaltbar war, herankommen? Ich habe ein Jahr nur geweint, als ich da angekommen bin. Ich habe einfach nur jeden Tag geheult darum, was ich nie gefühlt habe, die Zeit, die ich verloren habe, einfach. Genau, genau. Und deswegen brauchen wir auch in der Therapie eine Trauerkultur. Ich habe vor vielen Jahren einer Frau gesagt, für dich steht jetzt ein Trauerjahr an. Und 10 Jahre später hat sie mir gesagt, ich bin immer noch für dieses Jahr dankbar. Es war eins der reichsten Jahre meines Lebens. Das heißt, ja, wie können wir uns der Trauer, wie können wir uns dem Leid stellen? Und eine Schlüsselqualifikation von Therapeuten liegt darin, mit negativen Gefühlen umzugehen.
mit Wut, mit Ärger, mit Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Einsamkeit. Das ganze Programm haben wir, aus welcher inneren Stärke nehmen wir die Kraft, uns dem zu stellen? Ja? Und in welcher Haltung, in welcher Weltanschauung sitzen wir? Wenn ich mir anschaue, ich bin zurzeit quasi gezwungen, mich mal mit dem Phänomen ritueller Missbrauch vertraut zu machen. Was ich da in der Literatur finde, obwohl ich mich doch für eine eher stabile Persönlichkeit halte, fällt mir schwer, mir zu vergegenwärtigen. Was da mit Kindersoldaten passiert, was da an Gewalt beschrieben wird, an Todesqualen, muss ich sagen, darauf hat mich keine Ausbildung vorbereitet. Und dann ist für mich, stellen sich schon auch sehr grundsätzliche Fragen, aus welcher Haltung können wir uns diesem Ausmaß an Leid und Schrecken stellen? Was gibt uns in völliger Hoffnungslosigkeit Kraft und Mut? Und dann kommt zwangsläufig, aus meiner Sicht, wenn man ehrlich damit umgeht, auch eine spirituelle Dimension rein. Und dann stellen sich die letztendlichen Fragen. Darauf weist auch immer Eugen Drewermann hin, wie wichtig es ist, sich diesen Fragen zu stellen. Denn aus was sollen wir die Antwort holen? Aus reiner Psychodynamik, aus reinen Triebmodellen kann ich mein Leben nicht beantworten. Ja? Ich finde es dann schon interessant, was James Jealous sagt. Der sagt, wenn wir jetzt mal von einem Bewusstseinskörper ausgeht, er sagt, und das ist schon eine Zumutung für viele Ohren vermutlich, der sagt, das innere Kind ist immer gesund. Weil er sagt, es gibt dieses innere Kind, man könnte auf Englisch was sagen, ein Blueprint, also ein Plan unserer Persönlichkeit. Und er sagt, und dieses innere Kind ist die Verbindung zu einer spirituellen Quelle. Das heißt, dieses innere Kind, und das kann ich aus meiner therapeutischen Praxis bestätigen, wir stoßen plötzlich auf, ich sage Anteile, die sind für die Betroffenen selber unverständlich und unvorstellbar gesund und integer. Und sie kapieren es nicht, weil wir so, ich sag mal, in Verbindung sind mit unseren inneren Bildern von schlimmer Kindheit, Missbrauch, Gewalterfahrung, Einsamkeit, eingesperrt sein, grauenvolle Kinderheime oder was es alles gibt in der Welt, dass wir in unserem Selbstbild, in dem wir ja normalerweise nach schweren Traumata schon beschädigt sind und nach Dissoziation, dass dieses gesunde Vorstellung von uns als gesunden Menschen nicht mehr zu unserer Wahrnehmung passt. Wir sind so identifiziert mit unserem Trauma und so identifiziert mit dem Schaden, der uns angerichtet wurde, dass wenn wir plötzlich eine Feinheit, eine Durchlässigkeit kriegen, wenn wir rauskommen aus den chronischen Verteidigungshaltungen und plötzlich kommen wir in Kontakt mit einem gesunden Anteil, mit einem inneren Kind, also mit einem gesunden inneren Kind, das eine Verbindung zu einer Quelle ist, dann ist es verwirrend, irritierend, unglaubwürdig, auch die Frage, bilde ich mir das nur ein, und trotzdem wirksam. Ich erlebe dann, dass Klienten auf der Straße gehen und plötzlich grundlos glücklich sind. Sie gehen auf der Straße, sie gehen im Wald, sind grundlos erfüllt von etwas, das sie nicht mehr benennen können. Da kommen wir an die Grenze der Sprache. Und deswegen möchte ich die Gelegenheit nutzen, wenn du mich hier schon sozusagen vor die Kamera holst und noch was über den Körper nochmal sagen. Weil es gibt ja im Moment so diese Bewegung des Embodiment in der Psychotherapie. Und ich möchte, dass wir eine sehr, sehr kritische Diskussion haben über Embodiment. Weil ich sehe, dass es Zustände gibt, wo diese Orientierung, den Körper, den physischen Körper, die Vorstellung, den physischen Körper spüren zu müssen, kontraindiziert ist. Peter Levine hat früher gesprochen von globaler, intensiver Aktivierung, wenn die Gefahr im Körper sitzt und wenn ich dann mit meiner Aufmerksamkeit sehr viel im Körper schaue, dann aktiviere ich den Stress, die Erregung noch, oder die Erstarrung noch mehr und die Symptome werden schlimmer. Wenn ich von Dissoziation ausgehe und jetzt eine Haltung habe, ich muss Menschen in den Körper bringen, dann vertiefe ich womöglich die Dissoziation. Also wenn ich als Körper Soma verstehe, Fleisch und Blut, Anatomie, Physiologie, dann verstärke ich womöglich die Dissoziation. Denn wir müssen uns der Dissoziation nähern, vermutlich nicht nur mit einer Sinneswahrnehmung, sondern wir Therapeuten müssen umschalten lernen oder ergänzen lernen durch Bewusstseinswahrnehmung. Wenn ich Klienten begegne, mache ich ein weites Wahrnehmungsfeld.
Ich glaube, Freud hat den Begriff geprägt, evenly suspended attention. Ich weiß nicht, wie wir es auf Deutsch übersetzen. Ja, also gleich ausgebreitete Wahrnehmung, evenly suspended attention. So, dass wir sozusagen nicht hier auf die Dame scharf gucken, wie sie da heute in ihrem gestreiften Shirt sitzt, sondern ein weites Wahrnehmungsfeld, wo die Dame scharf eigentlich nur, die körperliche Dame scharf nur die Ausstülpung der Appendix sozusagen ihres Bewusstseinskörpers ist, der sich hier dann materiell manifestiert. So, und dann, jetzt habe ich meinen Faden verloren, es ging um die Körperlichkeit, genau. Und wenn ich jetzt bei Dissoziation so arbeite, dass ich sozusagen versuche, die Menschen ins Soma zu kriegen, dann werde ich sie noch weiter raustreiben. Wenn ich, und da müsste man dann über das Thema Männer und Frauen reden, das machen wir heute nicht, wenn ich dann Männer sehe, die ständig sozusagen mit ihrer Orientierung alles spüren und körperlich fühlen müssen, dann überzeugen mich die Ergebnisse nicht, außer dass sie an ihrer männlichen Identität und Kraft etwas verlieren. Der Embryologe Jaap van der Waal hat gesagt, wir spüren normalerweise unseren Körper nicht. Er bringt das Beispiel, wenn man zum Beispiel einen Eimer Wasser hält, 10 Kilo, sagt er, wie lange kannst du das halten? Da spürst du Gewicht. Wenn du aber nur deinen Arm nimmst, so ein Arm, sagt er, wiegt im Schnitt 8 Kilo, das merkst du nicht. Also wenn du mich anschaust, Dami, ich bin leicht wie eine Feder, bis ich abends auf die Waage steige. Dann habe ich ein Problem. Dann hat sich das schlagartig geändert. Aber wenn einen funktionierenden Körper spüren wir auf einer Ebene nicht. Du weißt, was ich meine. Das heißt nicht, dass ich berühre. Ja, also natürlich spüre ich berühre, so. Aber diese starke Orientierung auf das Soma erlebe ich immer wieder als, oder erlebe ich auch als problemverstärkend. Und ich möchte, dass wir begreifen, dass wir den Bewusstseinskörper mit einbeziehen können, weil die Körper im Körper, diese dissoziativen Anteile, denen ich zumindest viel mehr war, nicht über Sinneswahrnehmung, sondern über Bewusstseinswahrnehmung, wo ich mich auch von meinen Sinnen löse und dann schaue, wenn ich dem Menschen begegne, was für ein Raum kommt auf mich zu. Und dann lebe ich ganz oft der Person, die vor mir sitzt, ist zu 10% da. Da ist eine riesige Trauerwolke da hinten, da rechts hier oben ist eine riesige Wutwolke und die ganze Ausdehnung dieses Menschen nimmt viel mehr Raum ein. Ich mache in meinen Kursen manchmal Meditation, da sage ich, in der Meditation, stellt euch einen ganz, ganz weiten Raum um euch herum vor, auch einen Raum hinter euch. Und eure ganzen psychischen Phänomene, der Raum ist so groß, dass alle psychischen Gegebenheiten in diesem Raum Platz haben und dann kommt der Körper plötzlich zur Ruhe. Ich habe das erlebt, wenn Leute kamen, manchmal von Therapeuten, die sehr stark mit der Frage gearbeitet haben, und wo spürst du das und das in deinem Körper? Wo spürst du Schmerz oder Angst oder Trauer in deinem Körper? Und damit auf die Physis verwiesen, dass die irgendwann davon genug hatten, weil sie merken, erstens spüre ich meinen Körper nicht, also auch, weil er dissoziativ abgestellt ist. Und zweitens kann ich es nicht deswegen nicht verorten, weil ich spüre meinen Körper nicht. Ja? Ich glaube auch, dass wir, also ich bin ja auch schon, also ich arbeite schon auch mit dem Körper, aber ich glaube, das Feld, das diesen Raum öffnet, ist halt die Beziehung und das Beziehungsfeld überhaupt. Und wenn das nicht da ist und sicher ist und quasi wir mehr sehen als nur die Person vor uns, so wie du das eben beschrieben hast, dann haben wir gar keine Chance, bei uns zu landen, weil da viel zu viel Angst ist und viel zu viel Panik. Also was brauchen wir eigentlich, um uns selbst begegnen überhaupt zu können? Also das ist für mich die Frage, die ich habe als Therapeutin. Wie kann ich einen Begegnungsraum schaffen, der überhaupt möglich macht, mir selber überhaupt zu begegnen mit all dem, was da ist oder mit dem Teil, was da ist? Na, wenn du Johannes Schmidt fragst, der gibt dir folgende Antwort. Ich frage jetzt mal Johannes Schmidt. Ja, ja. Der sagt, die Begegnung mit dir führt mich zu mir. Genau. Das bedeutet, unter anderem, ich könnte sagen, es ist ein psychotherapeutischer Akt der Liebe, wenn ich als Psychotherapeut da sitze und ich nehme mich zurück und biete dem anderen dadurch zum ersten Mal ganz den Raum, da sein zu können. Deswegen sitze ich auch nie frontal vor meinem Klienten, was aber immer wieder nicht verstanden wird, also von Kollegen. Die sitzen, erlebe ich oft sehr frontal und das bedrängt mich, wenn jemand frontal vor mir sitzt. Das belegt.
Das ist belegt, weil wir sind einfach auch Tiere und alle Angriffstiere haben die Augen vorne. Ja. Und wenn wir konfrontativ sitzen, fühlen wir uns auch angegriffen. Ja. Dann wird der Raum ganz eng. Genau. Und deswegen sitze ich immer rechtwinklig oder daneben, um Raum zu machen. Und dann ist noch was. Wenn wir die Intersubjektivität ernst nehmen, und ich möchte, dass die Intersubjektivität viel ernster genommen wird in therapeutischen Ausbildungen. Auf jeden Fall. Dann bedeutet das, in dem Moment, wie wir uns begegnen, gibt es, ob wir wollen oder nicht, eine Durchdringung der Bewusstseinskörper. Das heißt, ja, ich rede nicht von sexueller Durchdringung. Ich rede von der Durchdringung der Bewusstseinskörper. Das heißt, wenn du mir begegnest, löst du in mir etwas aus, ob du willst oder nicht. Und deswegen möchte ich viel mehr schauen, dass wir mal endlich mal ernst nehmen, dass das, was in mir entsteht, wenn ich dir begegne, nicht meins ist. Ich sage in meiner Ausbildung immer wieder, jetzt geht mal hin und nehmt mal, wenn ihr einem Menschen begegnet, lest das bitte nicht immer als eure Themen, als eure Gegenübertragung, sondern habt mal den Mut, mal eine halbe Stunde zu sitzen und mal zu, alles, was jetzt in mir entsteht, ist deins. Denn wenn ich konstruktivistisch denke, kann ich dich nie erkennen. Du bist für mich ein undurchdringliches Mysterium, das wirst du immer bleiben. Ich kann auf dich, Dani, überhaupt nie reagieren, gar nie, aber ich kann immer auf das reagieren, was du, wenn wir uns begegnen, in mir auslöst. Die Freude, die du immer in mir auslöst, wenn ich dir begegne. Ja? Also ist die Freude nicht meine Freude, sondern für mich deine Freude. Ja? Die ich hier spüre. So. Und deswegen ist, je länger ich meinen Beruf mache, umso mehr lerne ich, viel mehr ernst zu nehmen, was in mir passiert. Das heißt nicht, dass das stimmt. Es kann natürlich immer mein Material sein, aber die Erfahrung zeigt, dass es oft auf eine Art weniger mein Material ist, als mir immer in Therapien, in Ausbildung eingeredet wird. Und wenn ich das mal ernst nehme, wenn ich dir, jetzt sage ich mal, dir begegne und ich nehme Trauer wahr oder ich nehme Schüchternheit wahr oder ich nehme Angst wahr, dann nehme ich das in mir wahr. Und dann kann ich im nächsten Satz sagen, kennst du Schüchternheit? Und dann fangen die Leute an zu weinen. Ja, mit einer Frage. Wir dürfen endlich ernst nehmen, dass wir eine intimere Teilhabe von Natur aus aneinander haben. Und es scheint so zu sein, wenn man Jean Gebser glaubt, mit dem integralen Bewusstsein, dass diese Fähigkeit, einander in diesem immateriellen Bewusstseinskörper zu begegnen, die wird zunehmen. Die Leute kommen mit einer Erfahrungsfülle, mit einer Transparenz nach innen, die uns auch überfordert. Ich meine, jeden mit sich überfordert. Und damit müssen wir umgehen. Und deswegen hat für mich Intimität in Begegnung sehr viel mit zu tun, wie sehr kann ich die Prozesse aus mir herauslesen. Wenn ich dir begegne, wie intim kann ich mit mir sein? Und die Leute fühlen sich komischerweise verstanden. Die sagen dann zu mir, du verstehst mich. Ich habe in meinem Leben noch nie irgendeinen Menschen verstanden. Das werde ich auch nicht mehr tun. Aber ich gewinne eine zunehmende, ich könnte sagen, Selbstsensibilität, wo ich dem vertraue, dass ich, wenn ich dir begegne und plötzlich habe ich dieses Gefühl oder jenes Gefühl, dem auch Ausdruck verleihen kann. Und das ist Intimität, ja, wo wir uns dann verstanden fühlen, wo die Leute immer sagen, jetzt fühle ich mich gesehen, ich sehe gar nichts, ja, aber ich möchte von mir nicht weggehen, ich möchte mit mir im Kontakt bleiben. Und nochmal, es heißt nicht, dass es immer stimmt. Die Frage, ist das dein Gefühl oder mein Gefühl, die interessiert mich relativ wenig. Tatsache ist, es begegnen sich zwei Menschen und plötzlich ist da Liebe. Ja, ist es jetzt deine Liebe oder ist es meine Liebe? Ist mir völlig wurscht. Ich muss jetzt in der Begegnung mit der Liebe, mit der Scham, mit der Trauer, mit dem Glück, mit der Ekstase, mit der Verzweiflung, mit der Hoffnungslosigkeit als Therapeut einen Weg finden, damit umzugehen. Ich muss auch als Partner, wenn ich unterschiedlichen Anteilen begegne, zu jedem dieser Anteile meines Partners oder Partnerin einen Weg finden, in Beziehung zu treten. Von daher ist Dissoziation, muss auch gelernt werden, dass ich in einer Partnerschaft sozusagen eigentlich mehrere Partner vor mir habe und muss einen Weg finden, mit jedem mich in Beziehung setzen. Und einmal kommt ein Partner und kuschelt sich nur in der Couch an mich und versinkt in eine Vierjährige
Und ein andermal ist ein aggressiver Wüterich vor mich, der mich rausschmeißen will. Und es ist eine ziemliche Herausforderung, damit zu lernen, umzugehen. Ja? Ich finde, das ist ganz, ganz schön beschrieben, die mit der Intimität. Das ist ein Thema, mit dem ich mich auch sehr beschäftige. Also dass eigentlich dieser intime Raum in einem therapeutischen Kontext oder auch in einer Fortbildung eigentlich überhaupt erst möglich macht, dass wir uns begegnen. Ja, und unter Traumaaspekten ist natürlich das Problem, das große Wort, das ich auch mehr im Vordergrund wissen möchte, ist das Wort der Selbstphobie. Wenn ich in meinem Leben mit so vielen mich überfordernden Gefühlen in Kontakt kam, dass ich als Kleinstkind grob behandelt wurde, dass keine Bindung angeboten wurde, dass Begegnung mit Menschen noch mehr Stress ausgelöst hat, und ich mit meinen Gefühlen nie zurande kam, mit der Enttäuschung, mit dem Ausmaß an Schmerz, mit dem Ausmaß an Gewalt, wenn ich nicht wusste, schlägt mein Vater meine Mutter heute Nacht tot, ja, die Kinder sitzen auf der Kellertreppe und hören ständig die massiven Streitereien der Eltern. Das heißt, wenn ich so solchen überfordernden Gefühlen ausgesetzt war, dann traue ich mir nicht zu, dass ich allein damit umgehen kann. Und dann entsteht eine Selbstphobie. Dann haben wir Menschen, die reden über alles da draußen, über das Wetter und über die Politik und über Corona und alles, was sich anbietet, verwenden nie sozusagen die erste Person, haben zu allem sozusagen dann eine Meinung und reden immer nur von sich weg. Und wenn du fragst, wie geht's denn dir? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, was muss ich jetzt fühlen? Ja. Und das macht mich sehr traurig. Es macht mich sehr traurig, Menschen zu erleben, die sich selber in einem Ausmaß verpasst haben, wo ich mich manchmal fragen muss, ist es ethisch, die überhaupt noch in einer Traumatherapie zu schicken? Weil wenn die realisieren, was das Leben ihnen abverlangt hat, wie kann man diesen Schmerz auffangen? Und ich bleibe nach wie vor bei meiner Haltung, und da fühle ich mich dem Herrn Drewermann auf eine Art sehr nahe, dass der tiefste und der schlimmste Schmerz, der braucht einen sakralen Raum. Sonst können wir den nicht handeln. Da bin ich mit dir. Also das denke ich auch. Es braucht mehr als nur dieses, ja, ich verstehe dich, oder da musst du gehen an. Manchmal, ich empfinde das so, dass manchmal kann ich spüren, wie dieser Raum aufgeht. Und das ist wie eine dritte Kraft, die in den Raum kommt, die nichts mit mir zu tun hat, nichts mit dir zu tun hat, aber eine Wirkung hat. Also so eine Beschreibung. So. Darüber habe ich ja sozusagen mal meine Doktorarbeit gemacht und dieses Buch dann draus gemacht, das Transzendente in der Psychotherapie, wo ich zu Therapeuten gegangen bin und habe gesagt, ihr arbeitet unter Einbeziehung von Transzendenz. Wie erlebt ihr das phänomenologisch und wie erklärt ihr das? Und was mich sehr berührt hat, ist, dass auch kompetente Kollegen nicht mehr verbal erklären konnten, was da wirkt und wie sie es machen. Das war höchst eindrucksvoll. Mhm. Und dass sie, da kommt man wirklich an einen Moment, wo ich sage, also da kann man nur noch etwas mitvollziehen, was wir eigentlich nicht mehr verstehen. Und das heißt, das passiert mir in Therapie oft, dass ich an Erfahrungen rankomme, die auch für mich manchmal uneinfühlbar sind, und auch an positive Erfahrungen, da kann ich nur noch mitvollziehen, ja, was da passiert ist. Und das ist eine Teilhabe, in der letztlich auch möglich ist, dass eine Qualität irgendwann aufscheint, die über dich und mich hinausgeht. Also ich sage mal so, mich interessiert beim Thema Spiritualität nur eine Spiritualität, die uns ins Hier und Jetzt bringt und auf diese Welt orientiert. Und es gibt zum Beispiel dann so Sätze, wenn man sagt, in der Paarbeziehung muss Geben und Nehmen im Ausgleich sein. Der Satz stimmt manchmal unter bestimmten Bedingungen. Aber ich würde sagen, es gibt eine Begegnung zwischen Menschen, die hat eine Intimität und eine Tiefe. Da geht es nicht mehr darum, dass Geben und Nehmen im Ausgleich sind, sondern geht es darum, dass beide in letzter Konsequenz Empfangende sind und keiner gibt. Und da wird es sehr demütig und da wird es sehr berührend und da wird es sehr still. Und da kriegt es eine Stille, wo die Stille womöglich
tiefer verbindet, als es alle Worte können. Und damit schließe ich für heute. Ja, du hast das ganz wunderschön, wunderschön gesagt. Das ist, in meinem Erleben kenne ich das und das macht mich auch tief demütig, wenn das passiert. Und da gibt es dann auch tatsächlich irgendwann nichts mehr zu sagen. Danke dir, Dami. Ich danke dir ganz, ganz doll. Das war ein wunderschönes Gespräch. Ich finde einfach, du hast ganz viele spannende Dinge beizutragen und ich höre dir total gerne zu. Alles Gute und viel Erfolg mit eurem Kongress. Danke, Johannes.